Gut, der, was der Liegenschaftsfonds genau für eine Schweinerei macht, das müsst ihr euch wahrscheinlich dann doch nochmal im Internet nachgucken. Stattdessen reden wir vielleicht lieber noch über einen Kampf, der gerade ganz aktuell ist. Und am 3. November hoffentlich seinen Höhepunkt erreicht, nämlich die Rekommunalisierung unserer Energieversorgung. Und dafür sind hier zwei Leute vom Energietisch am Start. Hallo liebe Leute, vielen Dank für die netten ankündigenden Worte. Wir sprechen heute zu zweit hier als Vertreter und Vertreterin des Berliner Energietischs. Die Bewegung für eine Stadt von unten, in der es um die Lebensbedingungen von uns allen, die hier in Berlin wohnen, geht, ist sehr breit. Die Aktionsdemo heute bringt zum ersten Mal die vielen Initiativen, Organisationen, Netzwerke und einzelnen Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und in verschiedenen Kämpfen engagiert sind, zusammen. Und alle, die sich mit steigenden Mieten für ihre Wohnung rumschlagen müssen, haben ziemlich genau dasselbe Problem mit ihrer Stromrechnung. Viele von euch haben bestimmt das Volksbegehren für die Rekommunalisierung der Stromnetze in Berlin und der Gründung eines Stadtwerkes unterschrieben. Wir vom Berliner Energietisch setzen uns dafür ein, dass die Stromnetze nicht weiter in den Händen von privaten Konzernen wie Vattenfall bleiben und sie uns damit Jahr für Jahr höhere Strompreise aufdrücken können. Wir wollen, dass die Energieversorgung wieder in die öffentliche Hand geht. Und mit öffentlicher Hand meinen wir nicht die rot-schwarze Regierung in Berlin, sondern uns. Welche Energie in unseren Steckdosen landet und wie teuer der Spaß für wen wird, darüber haben wir selbst zu entscheiden. Klar, die Energieproduktion sollte ökologisch sein, denn nur erneuerbare Energien haben das Potenzial, ohne krasse sozial-ökologische Folgen produziert zu werden. Es geht aber auch darum, wie die Menschen hier vor Ort in Berlin mit Strom versorgt werden. Deswegen soll das Stadtwerk auch eine sozial gerechte Stromversorgung für alle sichern. Unfassbar hoch sind die Zahlen der Haushalte, denen jedes Jahr der Strom abgeklemmt wird. In Berlin waren es 2011 über 20.000. Diese Menschen können sich nicht mehr leisten, abends das Licht anzumachen und sitzen nun buchstäblich im Dunkeln. Ohne Kühlschrank, ohne Herd, ohne Radio, PC und all die Dinge, die für uns im Alltag mehr als selbstverständlich sind. Es gilt, sich Gedanken zu machen, wie wir Strom einsparen können. Aber das Problem wird bislang nur auf einzelne Menschen abgewälzt, die ohnehin nur wenig Geld in der Tasche haben. So ist es etwa mit der energetischen Gebäudesanierung. Die ist wichtig und sinnvoll, aber immer wieder wird sie hemmungslos von Immobilienkonzernen als Vorwand genutzt, um die Mieten ins Unermessliche zu treiben. Menschen können sich die Miete nicht mehr leisten und werden aus ihren Kiezen verdrängt. Ökologisch korrektes Wohnen, also nur für Leute mit dicken Geldbeuteln, das kann nicht die Lösung sein. Deswegen will der Energietisch nicht nur eine ökologische Energieversorgung, sondern auch eine demokratische. Keine Projekte zum Nachteil von uns allen und zum Vorteil einer kleinen privaten und Wirtschaftselite. Wir wollen Energiepolitik ohne Geheimverträge und Hinterzimmerpolitik. Für das von uns angestrebte Stadtwerk finden jährlich Bezirksversammlungen statt. Und es gibt ein Initiativrecht, an dem sich alle beteiligen können. Damit nehmen wir die Energieversorgung in Berlin selbst in die Hand. Diese sozial-ökologische Stromversorgung wollen wir mit einem Volksentscheid erreichen. In einigen Wochen ist es soweit und der Vorschlag des Berliner Energietisch steht zur Abstimmung. Wir sind einigermaßen genervt, aber es gibt jetzt noch was ganz Wichtiges anderes zu sagen, dann machen wir gleich hier mit dem Energietisch weiter.